Nein, hier ist Patrick. Also ich bin eine blauhaarige Hexe. Ich bin immer gruselig. Ihr wisst Bescheid. Hey Leute. Nochmal bitte. Hey Leute. Was geht? Herzlich willkommen zu Spiel mit mir. Happy Halloween. Nein, hier ist Patrick. Ja, also hier ist Patrick. Ich sehe nichts. Patrick ist kein gruseliges Kostüm für Halloween. Hey, aber es ist ein Kostüm. Es ist ein Kostüm, ja. Also ich bin eine blauhaarige Hexe. Ich bin immer gruselig. Ihr wisst Bescheid. Also, schreibt gerne in die Kommentare, ob für euch Halloween-Videos gruselig sein müssen oder ob Patrick geht, eurer Meinung nach. Ich finde, man darf auch lustige Kostüme an Halloween tragen. Also, wir feiern heute... Ich bin so dumm, das ist schon unheimlich. Wir werden heute ein bisschen Halloween feiern und wir werden das mit dem Akinator zusammen machen. Hello there. Wir spielen Happy nämlich Halloween, heute... Wer bin ich mit dem Akinator gegen den Akinator? Wenn ihr den Akinator nicht kennt... Ich übernehme das. Also, warte mal kurz einen Moment. Ach, verdammt. Die Seite gibt es nur auf Englisch. Naja, egal. Akinator is a video game developed by the French company Eloquence. During gameplay, it attempts to determine what fictional or real-life character, object, or animal the player is thinking of by asking a series of questions. Similar to the game 20 Questions, the system learns the best questions to ask through experience from past players. Aber wir spielen das gegeneinander. Wir spielen gegen den Akinator. Gegen den Akinator. Also wenn ich mir eine Person denke und Felix ist schneller redet als der Akinator, gewinnt Felix. Ja. Und wir machen das immer abwechselnd. Ja, und wir haben ein paar gruselige Halloween. Ja, jeder von uns hat welche mitgebracht. Vorbereitet. Die werden gerade durcheinander gemischt. Genau, an die wir denken. Ja. Du hast welche, ich habe welche, damit wir nicht wissen, wer welche hat. Genau. Ne? Und ich ziehe jetzt erstmal von meinem Stapel. Ich habe nämlich beschlossen, dass ich anfange. Okay. Also, ist der Akinator bereit? Akinator, bist du bereit? Okay, er redet nicht mit mir. Ich habe jemanden. Spielen? Spielen. Ja, es ist eine Figur. Es ist eine Figur, sagt er. Genau. Willst du abwechselnd Fragen stellen mit dem... Nee, der Akinator stellt die Fragen und du redest einfach genau. mit. Genau, okay. Genau. Aber wen schneller drauf kommen. Okay. Der Akinator fragt, ist deine Figur weiblich? Ja, ist sie. Ist deine Figur durch YouTube berühmt geworden? Nein. Ist es nicht Eva im Hexenkostüm? Hey! Ist deine Figur älter als 17? Ich weiß nicht. Da muss ich ja um den Dreh sein wahrscheinlich. Spielt deine Figur in einer Serie? Ja. Ist deine Figur japanisch? Nein. Geht deine Figur zur Schule? Ja. Hat deine Figur einen Bruder? Ja. Wenn ihr es eher wisst als Felix oder der Akinator, schreibt es gerne in die Kommentare. Okay, ich sage es jetzt schon, weil der Akinator hat es auch. Wenn er das hier schon so fragt. Ich sage... Was sagt denn der Akinator? Zeigt sich deine Figur nur in schwarz und weiß? Genau, das sagt er nämlich gerade. Deswegen weiß er auch, dass es um Wednesday geht, nicht wahr? Ja, es ist Wednesday. So belauscht er uns nicht. Schau mal, wie er guckt. Ja. Felix denkt sich nun eine Figur aus. Ja, ich nehme den obersten Zettel von meinem von Stapel. Von deinem Stapel. Und ich und der Akinator fragen dich, ist es eine Figur oder ein Tier? Eine Figur. Eine Figur. Es gibt auch gruselige Tiere, du könntest auch an Minka denken. Nee, es ist eine Figur. Glaubst du, er findet Minka? Spielt deine Figur in einer Serie? Ich sag jetzt mal... Ich sag nein. Ich darf nicht so viel reden. Kennst du deine Figur persönlich? Nee. Ist deine Figur männlich? Sí, claro. Kennt man deine Figur aus einem Film? Sí, claro. Das hilft mir alles überhaupt nicht. Das könnte alles überhaupt er alles sein. Er braucht zu lange und deswegen dauert es, dass du drauf kommst. Geht deine Figur zur Schule? Nee. Hat deine Figur etwas mit Superhelden zu tun? Nee. Es ist ja auch, soll ja auch gruselig sein. Gibt's hier keine Halloween Edition? Ist deine Figur böse? Böse. Ich finde, böse ist halt so eine komplexe Frage. Ich sag einfach mal ja, weil Halloween ist. Okay. Wir dürfen ihn nicht verwirren, es muss einfach... Ist das eigentlich ein Glückskeks auf seinem Kopf? Ich glaube, es ist ein Glückskeks auf seinem Kopf. Ist deine Figur ein Clown? Erste Frage, ist sie böse? Zweite Frage, ist sie ein Clown? Nein. Ist deine Figur Teil des YouTubers Inselbuchs? Des YouTuber Inselbuchs? Ich weiß nicht mal, was das ist. Also sage ich nein. Ist deine Figur drei Personen gleichzeitig? Hä? Es ist nicht Gott. Wenn das die Frage ist. Hat deine Figur in einem Horrorfilm mitgespielt? Jaha. Wir kommen in die richtige Richtung. Ja. Wahrscheinlich, weil Leute viel gerade Halloween-Fragen stellen. Deine Figur unmenschlich? Warum ist das als Nomen geschrieben?
Hat deine Figur einen Job? Ja. Betreibt deine Figur mehrere Sportarten? Ich weiß nicht. So gut kenne ich sie nicht. Trägt deine Figur im Kampf eine Maske? Nein. Ich habe überhaupt keine Ahnung, in welche Richtung es überhaupt geht. Er stellt doch richtig blöde Fragen. Hat deine Figur etwas mit Übernatürlichem zu tun? Ja. Hat deine Figur Haare? Hat deine Figur eine komische Frisur? Nein. Nein? Kommt deine Figur aus Monaco? Was? Ist deine Figur klein? Interessiert sich deine Figur für Wissenschaft? Ich glaube schon. Trägt ein Film den Namen deiner Figur als Titel? Ja. Hat deine Figur etwas mit Experimenten zu tun? Nein. Okay. Wobei, schwierig. Sieht man deine Figur mit Vampiren? Ist das ein Vampir? Das ist eine richtig dumme Frage. Ist das ein Vampir? Ich sag mal ja. Ah, er hat zuerst! Was? Einfach aus dem Nichts! Einfach Was? Aus dem Nichts! Wie ist das passiert? Was? Du hast verloren! Was? Wie? Ich bin überhaupt nicht gar nichts! Wie ist das? Der hat eine Frage gestellt und auf einmal, Dracula! Was? Wie kann das sein? Ja, warum hast du nicht geantwortet? Wie kann der auf einmal auf Dracula kommen? Aber hattest du eine Ahnung, dass es Dracula ist? Nein! Ja. Gar nicht! Akinator ist halt besser als du. Ja, stimmt. Hä? Okay, ich hab was. Mhm. Ich hab einen von mir rausgezogen. Okay. Mhm. Du liest die Fragen vor und ich die Antworten. Okay. Wähle die nächste Spielthematik. Ist es eine Figur oder ein Tier? Eine Figur. Das dauert irgendwie am längsten, wenn man hier draufklickt. Bitte. Ja. Akzeptiere meine Antwort. Trägt deine Figur weibliche Kleidung? Nein. Ist deine Figur böse? Nein. Ich glaub nicht. Nein. Ich muss eigentlich als Patrick reden, ne? Spielt deine Figur in einem Kinofilm? Ja. Hat deine Figur etwas mit Harry Potter zu tun? Nein. Ist deine Figur ein Mensch? Nein. Hat deine Figur Kleidung an? Nein. Gehört deine Figur zu einer existierenden Tierart? Nein. Ist deine Figur kleiner als du? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hat deine Figur Beine? Ja. Hat deine Figur ein Fell? Also es ist kein Tier, oder was war die Tierfrage? Das hat er nicht gefragt bisher. Nein, der hätte doch gerade irgendwas mit Tier. Ob das ein gefährdetes Tier ist? Ob es zu einer existierenden Tierart gehört. Ach so, und da hast du Nein gesagt, ne? Ja. Okay. Hat deine Dann Figur ist ja wahrscheinlich ein Monster. Fell? Hat deine Figur Fell? Nein. Ein Fell. Kein Fell? Kein Fell. Okay, Kann deine Figur fliegen? Nein. Sicher? Ja, es kann nicht fliegen. Hat er schon die Antwort? Weiß ich nicht. War deine Figur im Weltall? Nein. Weiß nicht. Hab den Film lange nicht gesehen. Deine Figur... Hat deine Figur ein... Einen Roboterarm, Herr Akinator? Hat deine Figur ein tierisches Aussehen? Nein. Ist es tierisch cool? Hat deine Figur etwas mit Eis oder Kälte zu tun? Testet deine Figur verrückte Produkte? Auch nicht. Ist deine Figur aus Metall? Nein. Er denkt echt hart nach. Er denkt sehr hart nach. Hat deine Figur Haare? Nein. Vielleicht kennt er es einfach nicht. Hat deine Figur einen dicken Bauch? Ich sag mal ja. Ich wollte mich räuspern. Trägt ein Film den Namen deiner Figur als Titel? Nein. Sieht man deine Figur mit Vampiren? Nein! Ist das nicht schon wieder Dracula? Ist deine Figur grün? Ein grünes Monster? Ich hab nicht Monster gesagt. Ich aber. Aber ja. Ist deine Figur geändert für Minecraft? Nein, es ist auch kein Mensch! Was ist denn hier los? Kann man deine Figur aus einem Film? Das hatten wir ich schon. Ich hab das Gefühl, wir drehen uns im Kreis, Akinator. Felix, weißt du es? Hat deine Figur nur ein Auge? Oh! Ist es Mike Glatzkowski? Ja, ist es. Aber... Danke, Akinator, für diese Frage. Okay, es steht da. Aber der wird dann drauf kommen, der hat das mit dem Auge gerade gefragt. Mit dem Auge. Ich habe keine Ahnung, wo er jetzt abgebogen ist. Der hätte das haben müssen mit dem einen... Da ist er! Da ist er! Vielleicht gibt es doch ein anderes Monster mit einem Auge und dicken Bauch, der grün ist, aber zwei Kinder hat. Der musste das einmal nachfragen. Hat er einen dicken Bauch? Er besteht nur aus einem Kopf. Oh, guck mal, wie süß er ist. Ich bin dran. Okay. Ja. Du denkst an etwas? Ich denke hart. Du denkst genauso wie der Akinator. Okay, wir drücken auf Spielen. Ist deine Figur oder Tier? Tiere? Es ist beides, aber... Was? Ich fange mal mit Tiere an. Okay, hat dein Tier... So.
Oder müsste ich doch auf... Sucht er jetzt nur allgemein nach Tieren? Weil es ist ja trotzdem ein Charakter. Wir versuchen es. Ja. Hat dein Tier 4 Pfoten? Ja. Ist dein Tier katzenartig? Ja. Lebt dein Tier im Wasser? Nein. Hat dein Tier bunte Zähne? Nein. Das Tier hat bunte Zähne. Kann dein Tier kämpfen? Muss ich Fragen stellen? Achso, nicht antworten. Nee, du musst antworten. Ich sag mal ja. Verbreitet dein Tier Krankheiten? Nein. Ist dein Tier ein Haustier? Ja. Bellt dein Tier? Nein. Hat dein Tier kurze Haare? Ja. Hast du dein Tier schon mal in den Händen gehalten? Ja. Ist dein Tier selten? Spezifisch das Tier gibt's ja nur einmal. Ja, ich hoffe, dass... Ich glaube, ich muss hier rausgehen. Du hast das Tier schon mal in den Händen gehalten? Ich verstehe das nicht. Ich glaube, ich hätte doch auf Figur gehen sollen. Vielleicht. Soll ich noch mal rausgehen? Geh mal raus. Es ist eine Figur. Ist deine Figur männlich? Bin mir nicht sicher. Okay. Okay, gut. Trägt deine Figur Kleidung? Nein. Okay, gut. Das ist, Was auch immer. Was auch immer. Du bist sehr verwirrt, oder? Bist männlich oder bei männlich hast du, weiß ich nicht, angegeben? Ja. Okay, ist deine Figur kleiner als du? Ja. Okay. Ist deine Figur ein Tier? Okay, dann sind wir hier in der richtigen Kategorie gelandet. Lebt deine Figur wirklich? Hast du, weiß ich nicht, angegeben? Ja. Ist deine Figur eine Katze? Ja. Ist deine Figur durch das Internet bekannt geworden? Ja. Steht deine Figur auf 2 Beinen? Nein. Haben wir nicht schon geklärt, dass es eine Katze ist? Hä? Auf 2 Beinen. Ach so. Ja. Kann doch sein, wie Felilo das Pokémon. Okay. Oder Mauzi. Ist deine Figur ein Meme? Wahrscheinlich. Hat deine Figur etwas mit Musik zu tun? Nein. Hat deine Figur weißes Fell? Nein. Stammt deine Figur aus einem Spiel? Nein. Was ist das für ein Tier? Eine Katze. Ja, keine Ahnung. Ist deine Figur ein Kürbis? Nein. Was? Ist deine Figur aus einer Serie? Ja. Was ist das? What is it? What is it? Hat deine Figur etwas mit einem Film zu tun? Nein. Serie haben wir gesagt. Serie? Aber welche Serie? Hat deine Figur schwarzes Fell? Ja. Hat deine Figur etwas mit... Has-Been-Hotel zu tun? Nein. Ist deine Figur real? Ja. Ist deine Figur durch YouTube berühmt geworden? Ja. Stammt deine Figur aus Deutschland? Ich hab eine Ahnung. Hast du? Hab ich. Ich glaube, du wirst vor dem Akinator drauf kommen. Ich glaube, der Akinator kommt da gar nicht drauf. Jaha. Deutschland. Hat er 2 miteinander gefragt? Nee, kommt, ist deine Figur und kommt deine Figur. Oh, wow. Wohnt deine Figur in Deutschland? Ja! Ist deine Figur flauschig? Nein. Du kannst deine Antwort rückpräsentieren, wenn du willst. Hat deine Figur etwas mit Katzen zu tun? Ja. Ich präsentiere meine Antwort mal. Ist es Minka? Ja! Sitzt deine Figur hinter mir? Da steht hier Minka. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Da ist eine Katze von einem YouTuber. Ja, es ist. Ich lasse das mal gelten, Akinator, aber du warst schneller mit Minka. Minka hat sich übrigens in, als was hat sie sich verkleidet? Ich glaube, es ist hier als Staubwedel. Minka! YouTube. Schreib Spiel mit mir dabei. Ah ja, genau. Ja. So, okay, erstmal den Akinator updaten. Ja, richtig. Ach so, ich könnte suchen. Ah. Ah. Sprechende auf jeden Fall. Ja. Die auf meinem Kopf sitzt, zu Halloween. So, jetzt aber. Bravo, sie haben mir eine Falle gestellt. Das war keine Falle. Wir haben den Akinator besiegt. So. So, ich finde, das ist eine gute Halloween-Feierreihe. Wir haben den Akinator geschafft. Also, wir haben beide einen Punkt. Wir haben beide einen Punkt. Einmal haben wir den Nee, ich habe auch Mike erraten. Du hast auch Mike erraten, stimmt. Ich habe gewonnen. Also ich bin einfach mit Dracula, das hat mich ja, das der hat ist einfach geschafft. Drauf gekommen und du nicht. Ja, das, ich weiß auch nicht, wie er da drauf gekommen ist. Das war sehr uncool. Er hat einfach ins Blinde gerannt, bevor du drauf kommst. Ja, ich glaube, er hat einfach blind. Er hat Vampir gelesen. Dracula, das ist der einzige Vampir, den ich kenne. Ja. Also, Akinator, das hat mich ein bisschen geschockt, dass er den so schnell und ohne irgendwelchen Kontext rausgefunden hat. Also Leute, wenn euch das Ganze gefallen und Spaß gemacht hat, wie wir den Akinator besiegt haben, schreibt es gerne in die Kommentare, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen und wir sehen uns bald. Und lasst einen Daumen oben. Tschüss.